Ah. Gibt es nur noch eine Sache zu tun. Guardianum Paradei. Und ich wirke noch einem Guardianum. Schutz gegen Dämonen. Okay, möchtest du Rogel noch einen Kraftboost geben? So, ich glaube, den spiele ich lieber in meinen Stab und den gebe ich dann Rogel so. Gut. Dann könnt ihr an den Verhandlungstisch treten. Wollt ihr einfach dem Pfad folgen oder wie hättet ihr es gerne? Weiß nicht, wie schwierig das Geländer ist. Ob der abseits vom, ob da eine Hügelkante ist oder wie Also aussieht das? runter kommt ihr immer, hoch kommt ihr dann nicht. Na, dann folgen wir dem Pfad, würde ich sagen. Dann folgt ihr dem Pfad. Wenn ihr noch 20 Meter entfernt seid, könnt ihr sehen, wie sich die rot glühenden Augen des geierartigen Asquarats in eure Richtung drehen und er euch anblickt aus finsteren Augen. Und dann könnt ihr ihn auch mit einer rauen, kratzigen Stimme sprechen hören. Nostromo! Und nach einiger Zeit wird die große Zeltplane beiseite geschlagen. Ihr könnt erkennen, wie dort ein Mann steht, mit einer Alchemistenschürze, gewachster Bart und Vitriol über und über auf seiner ganzen Haut. Sieht aus wie ein Mittelreicher. Die wanderenden Zelte gehen auf und ihr könnt sehen, wie zwei andere Menschen thulamidischer Herkunft aus den Zelten treten. Ich bin Nostromo und ihr seid? Nostromo, wir sind Reisende durch die Wüste. Wir sind Reisende durch die Wüste. Und wir konnten den Ifrit, der über euer Lager schwebt und thront, wohl nicht außer Acht lassen. Deswegen sind wir hergekommen, um aufzusuchen, was denn vor sich geht. Das ist nicht mein Vogel. Aber verboten ist es auch nicht, so wie ich die Wem Gesetze gehört dieser dieses Landes Vogel? kenne. Ihr kommt auch nicht her, weil ihr irgendein Verbot begangen habt, aber die Reisenden, die Novadis und die anderen Wüstenläufer haben Angst. Sie sehen seit Tagen diesen Vogel und verbinden ihn gerechtfertigt mit Albträumen und Schrecken. Nun, beschwert euch beim Kalifen, wenn er jemanden angegriffen haben sollte. Aber Fahi hat ihm den Befehl der Wache gegeben. Fahi? Der schüttelt nur mit dem Kopf. Nichts getan. Was führt euch in diese Gegend? Nun, wie gesagt, ich bin Nostromo Pulques, Schwarzalchemist. Und ich bin auf der Suche nach, nun, dem Loch hier. Habt ihr eine Erlaubnis, der Stämme hier zu graben? Die Wüste gehört niemandem. Die Wüste gehört den Stämmen, nach ihrer Auffassung. Omar ist neugierig und klettert ein wenig auf den Rand des Kraters, um hineinschauen zu können. Ist da irgendwas absehbar Interessantes? Mittlerweile nicht mehr, aber da ist wohl vor einiger Zeit was eingeschlagen. Kannst noch einige Steinsplitter erkennen. Was ist dort denn niedergegangen, mein Freund? Ein Komet. Vor 3 Tagen. Fallender Stern. Ein fallender Stern. Ihr habt also keine Erlaubnis hier zu graben, mit Erlaubnis der Stämme, nicht wahr? Sag mir nicht, dass der Kalif einen Paios geweiht in Schicht. Nein, es geht um das Recht der Stämme auf ihrem Besitz. Ihr findet euch auf ihrem Grund. Ich habe mich vorgestellt. Was seid ihr denn jetzt überhaupt für eine Gruppe? Oh, verzeiht, das ist wirklich unhöflich von uns. Ich bin Omar Ibn Iro, Sahib Al-Anar. Und das sind meine Gefährten. Praiodur habt ihr ja bereits kennengelernt. Gilion, selbstverständlich. Und Rogel, auch einer unserer wichtigsten Begleiter. So. Und ihr übt jetzt das Recht des Kalifen aus? Oh, nein, wir sind hier, um Seid ihr kein Novadis, Recht die die Stämme auszuüben. vertreten? Wir würden euch nur darum bitten, dieses widernatürliche Etwas
aus dieser Wüste zu entfernen. Noch einmal, die Wüste und auch die Beschwörung und die Herbeirufung von Dämonen ist hier nicht verboten. Du verstehst nicht, weltliches Recht interessiert mich nicht. Dulde so etwas nicht in unserer Sphäre, wie es jeder nicht tun sollte, der im Einklang mit den Elementen steht. Ich bin Schwarzalchemist, glaubst du, ich stehe noch irgendwie in Verbindung mit den Elementen? Und das ist ein Weg, den du dich entschieden hast zu gehen, und das tut mir wirklich leid für dich. Glaubst du, ich hatte eine Wahl, Schwarzalchemist zu werden? Was ist denn ein Schwarzalchemist? Man hat vielleicht keine Wahl, auf einen Weg gestoßen zu werden, aber ihn sowohl irgendwann weiter Oma anzutreten. Lass den Mann doch bitte mal ausreden. Ich arbeite mit den Unelementen. Wollen wir uns nicht irgendwo setzen und vielleicht gemeinsam einen Tee genießen? Wenn ihr dafür sorgt, dass der Praios geweihte Pfaffe keinen Unsinn macht. Voraussetzung dafür ist, dass dieser Dämon zurück in seine Sphäre verbannt wird. Fahi? Ich mach. Ja, ihr könnt sehen, wie einer der höchstwahrscheinlich Agrimod Bakhtir an ihn herantritt, legt ihm seine Hand auf die Stirn und ihr könnt sehen, wie der Asquarat verbrennt. Zu schwarzer, bröckliger Kohle. Hab Dank. Widerlich. Also gut, raus aus dem Zelt. Könnt sehen, wie dann zwei weitere Paktierer aus dem Zelt herausgehen und Nostromo im Prinzip euch hereinwinkt. Die Plan ist beiseite geschlagen und er geht rein. Okay, du sagst Paktierer. Sehen wir denn, das sind Paktierer oder sagst du uns? Das siehst du, das siehst du. Also die Augen sind rot glühend wie bei dem Asquarat und du kannst auch einige Verbrennungsspuren auf der Haut erkennen. Teilweise glüht und glimmt hier auf wie Lava. Okay, ich dachte mir schon, weil da steht zwar Agrimod Bakhtir. Die sind aber offensichtlich Agrimod Bakhtir, also die Paktmale. Da können wir mit dem nicht in den Zelt gehen und mit dem Tee trinken, sorry. Außer Breio, du bist der gechillteste Breio aus Gewalt. Überhaupt nicht bei sowas. Aber sorry, Jungs, wir können uns nicht jetzt mit denen, wir müssen die jetzt angreifen. Ich habe nur so meine Zweifel, dass wir es zu viert gegen 4, 5, 5,5 Paktierer schaffen. Das ist eine vernünftige Argumentation, hätten wir nicht im Praios geweiht, aber der sagt. Also, ja, dann Stoßangriff. Oma möchte jetzt mit denen einen Tee trinken. Also, ich kann eure Zweifel nachvollziehen, mit denen jetzt in ein Feld zu gehen, aber. Vielleicht wartet ihr doch ab, was die Unterredungen ergeben. Man fängt ja auch nicht mit Paktieren. Nirgendwo. Nirgendwo. Ayodur, liegt das denn nicht irgendwie in eurem Verständnis oder in der Sicht? Nein. Sie sind Diener der Niederhöllen. Ich weiß nicht, wie ihr es auf Drakonia handhabt, aber. Im Mittelreich verhandeln wir nicht mit Paktierern. Nostromo kommt aus dem Zelt wieder raus. Okay, ich habe mir fast gedacht, dass das passiert. Wollen wir uns woanders hinsetzen? Zwischen die Steine? Wie wär's auf den Krater? Ich meine, da haben wir ein bisschen Abstand zwischen uns und... Fahi, nimm die anderen und geht in die Zelte. Ich kann die Bildung eines Bauern in der Stelle nicht einschätzen. Was weiß ich über Paktierer und was ist mein gelerntes Verhalten diesen gegenüber? Ah, das ist absolut böse. Das ist absolut böse. Du, ja, als Bauer wirst du es wohl nicht schaffen, aber es ist das absolut böse. Das sind halt die, von denen dir deine Mutter am Kinderbett erzählt hat, ne? Magiebegabte Satanisten, stellst du dir so vor. Aber schau dir den nochmal an, der sieht sympathisch aus, der Nostromo. Stellen, den kurz am Arm zupfen und ihn sehr fragend anschauen. Mein Blick ist starr auf diese Paktierer gerichtet und auf diesen Schwarzalchemisten. Die verschwinden ja, wie gesagt, im Zelt. Ja, bleibt mein Blick an dem Alchemisten hängen, als offensichtlich die Anführer.
Ja, du merkst, wie ich deinen Arm ziehe, dich anschaue und dich offensichtlich frage, ob ich den Mann angreifen soll. Manchmal hat man, wie gesagt, keine Wahl, ob man Alchemist oder nun eine umgedrehte Kunst versucht. Ihr seid weit weg von eurem Zuhause. Das ist wohl richtig. Aber ein richtiges Zuhause habe ich auch nicht mehr. Das wurde mir vor langer Zeit genommen. Genauso wie meine Wahl. Trägt er irgendeine Art Wappen oder ähnliches? Nur eine Alchemistenschürze. Die, wie gesagt, ziemlich verschwitzt ist von Vitriol. Ist er eigentlich auch offensichtlich Bakhtira oder sind nur seine Angestellten? Meine vier Freunde. Also, so offensichtlich wie die ist er nicht. Du bist ja nicht ganz sicher. Aber er ist überall mit Vitriol und ist sehr ätzend, also. Das ist ja nicht normal, oder? Ja, okay. Punkt für dich. Alchemie kannst du auch gut. Ihr seid auch ein Diener der verdammten Mächte. Ja, dem ist so. Wie kommt es dazu? Ihr sagt, ihr hattet keine andere Wahl, aber... Ich wurde von Vermis Gulmaktar in diesen Dienst gezwungen. Wen? Vermis Gulmaktar. Ich war Alchemist an Bord... Beziehungsweise ich bin das sogar immer noch. An Bord der Plagenbringer. Einer von vielen. Und wie lange stehst du schon an seinen Diensten? 5 Jahre. Also 5 Jahre, in denen du schon diesen Pakt verfolgst. Nun, den Pakt habe ich noch nicht so lange, nein. Seit 2 Jahren, glaube ich. Es ist nie zu spät. Weißt du, oder? Was meinst du, was ich hier vorhabe? Weiß ich nicht. Was hast du denn hier vor? Nun, Agrimod zürnt dem, was Baligan vorhat. Ihr kennt euch mit ihm aus? Ihr wisst von Darion? Wir haben Geschichten, die... Er bereitet gerade das Ende der Welt vor. Und Agrimod hat da noch etwas mit zu sprechen. Ich habe schon davon gehört, dass einige Erzdämonen sich wohl ebenfalls gegen Paligan gerichtet haben, aber ich weiß nicht, ob ich dem Glauben schenken mag. Oder die Niederhöllen sind in Aufruhr. Selbst Charybdiroth hat den Sohn verstoßen. Nachdem sie all ihre Hoffnung in ihn gesetzt hat. Man sich wird immer bitterer bei den Namen von Namen, Nennung von den Erzdämonen. Was habt ihr nur mit diesem gefallenen Stern vor? Eine Waffe schmieden. Unverhoffte Verbündete, könnte man so sagen. Ein Bakhtira an seiner Seite? Ich glaube, die wenigsten würden das machen. Verfolgt ihr denn diesen Plan aus? Kam dieser Plan von eurem dämonischen Herrscher? Nun, mir geht es vor allem darum, dass Bahamut nicht in den namenlosen Tagen triumphiert. Ich werde ihn eine Klinge von hinten in den Rücken stoßen. Dafür brauche ich das hier. Deutet wieder auf den Krater. Und du glaubst, das ist das richtige Weg? Dein eigenes und das Seelenheil deiner anderen Gefolgsleute, die hier offensichtlich auch einen Pakt geschlossen haben, zu opfern, um Bahamut zu besiegen? Nun, wischt sich das Blut aus der Nase. Bahamut ertränkt nicht nur die dritte Sphäre, sondern, wenn das klappen sollte, alle Sphären. Damit auch die Niederhöllen. War der richtige Kampf, den ihr streiten möchtet, aber warum tut ihr dies auf der Seite der Niederhöllen, wenn es so viele Seiten zur Auswahl gibt? Weil ich damals keine Seite zur Auswahl hatte, Junge. Sprichst die ganze Zeit davon, dass du damals keine Seite hast. Vielleicht stehen wir tatsächlich kurz vor dem Ende und vielleicht triumphiert Bahamut.
dann macht das wirklich einen Unterschied, welche Seite du wählst. Aber wenn Bahamut nicht triumphiert und wenn es geschafft wird, das Virengefüge aufrechtzuerhalten, dann hast du einfach die falsche Seite gewählt, oder nicht? Darüber kann ich mir Gedanken machen, wenn es soweit ist. Aber genau dann ist es zu spät. Der Punkt, sich darüber Gedanken zu machen, geht genau dann verloren. Bis dahin musst du es getan haben. Und vielleicht hat dir in der Vergangenheit ja niemand die Hand gereicht, aber hier, ich habe mich dir vorgestellt. Nimm meine Hand. Ich bin bereit, dir dazu helfen. In einer Wüste. In einer Wüste. Wo überall Erz um uns herum ist und Luft. Oh, unser Ziel ist nicht die Wüste, wir wollen nach Salem. Junge, ich kann meinen Pakt hier nicht brechen. Sollte ich dies denn jemals vorhaben? Kannst du nicht oder willst du nicht? Wenn ich meinen Pakt breche, dann kann ich das an Bord eines Schiffes tun. Oder im ewigen Eis, habe ich gehört. Das ewige Eis ist weit weg, dann lieber an Bord eines Schiffes. Und zwar an einem, das nicht lebt und von Agrimod verflucht ist oder gesegnet. Dann begleite uns nach Salem und wir finden ein Schiff für dich. Ich werde nicht mit Tieren durch die Gegend ziehen. Oh, du ziehst mit Novalis? Genau mein Humor. Wir sind ja auch noch nicht ganz fertig. Er hat recht, weißt du. Sie haben gegen keine Gesetze verstoßen. Wir haben gegen Praias Gesetz verstoßen, das reicht mir. Dann wird mich Praias richten, nicht du. Aber ja, ich muss euch auch gar nicht begleiten, wir sind hier noch nicht fertig. Ich wollte euch nur darauf hinweisen, dass wir etwas Eigenes vorbereiten. Und Agrimod den Niederhöllen wohl noch gewogener ist als Bahamut. Wir werden dafür sorgen, ebenso wie vielleicht ihr, dass Paligan fällt. Das Problem daran, Nostromo, ist, sobald wir über die nächste Düne sind und im Rücken diesen Lager gekehrt haben, werdet ihr den nächsten Ifrit in diese Sphäre rufen. Und von denen haben wir mehr als genug. Das können wir nicht geschehen lassen. Da sind wir uns alle einig. Das Angebot, uns zu begleiten, habe ich dir aus der Möglichkeit zur Freundschaft gemacht. Und auch wenn Prayodur sich entgegen sträubt, so denke ich doch, dass der mildere Weg. Andernfalls werden wir euch wohl gefangen nehmen müssen. Ich werde hier ohne meinen Stahl nicht verschwinden. Das habe ich befürchtet zu hören. Wie viel ist es denn noch, was ihr hier an Stahl suchen müsst? Gesucht? Wir müssen ihn nicht suchen, wir müssen ihn nur schmieden. Geborgen habt ihr ihn also schon? Geborgen haben wir ihn. Er deutet mit seinem Kopf in Richtung des Zeltes. Mit den Gaben, die euch der Schande der Elemente gegeben hat, wollt ihr dieses Schwert nun schmieden und es dämonisch pervertieren. Den Stahl. So sieht's aus. Ich will mal fragen zu Prayodur. Wie genau ist der gerade gestimmt? Ich werde nicht mit einem Paktierer nach Salem ziehen. Auf keinen Fall. Das kannst du bei mir am Gesicht auch ablesen. Also, mein Mund ist gerade so ein dünner Strich. Also ich glaube nicht, es ging ja auch nicht ums Reisen. Die wollen ja nur hier bleiben. Geht nur darum, ob jetzt der Angriff erfolgen soll oder ob man mehr geht. Darum ging es ja, jetzt. Du kennst meine Meinung. Wir töten sie alle. Paktierern kann kein Lebensrecht gewährt werden. Nicht auf derer. Sonst wo. Ich würde dir zuschauen. Uns fehlen gerade einfach die Mittel dafür. Das ist doch egal. Wenn wir alle sterben, dann sterben wir halt alle. Ich liebe diesen Humor. Ich habe Autoritätsglaubigkeit 10. Rein da, Jungs, rein da.
Also solange die uns nicht zuerst angreifen, habe ich ein sehr moralisches Dilemma. Ja, das ist Pio, du sollst Sturm angreifen. Ich würde sagen, ist auf jeden Fall, wow, Rogel würde dir folgen in den offensichtlichen Untergang. Dann würde ich ein Stoßgebiet ansprechen, und zwar die goldene Rüstung. Und zwar, ich würde es aufstufen, dann mal eine Grad 2 Liturgie. Und ich kann es ja aufstufen. Normal ist das 2G. Jetzt überlegt er, G steht Geweihten selber. Ich kann es auch aufstufen auf mehrere Personen, oder? Ich bin mir ja nicht sicher. Ich glaube ja. Von G geht es dann erstmal auf Berührung. Ah, ja, richtig. Von G geht's auf P, genau. Ja, also von Geweihter auf Personen. Dann muss kannst ja du von P und dann auf PP aufstufen. Aber das sind zwei Aufstufungen, das geht nicht. Grad 4 Liturgie dann halt. Das geht nicht. Du kannst Liturgie nicht doppelt aufstufen. Geht nur einmal. Einer. Du kannst verschiedene Kategorien einzeln aufstufen, aber nichts doppelt, außer das Effekt. Dann müsst ihr jetzt mal auf P aufstufen und ich könnte ja weiterhin die... Wen willst du denn verzaubern? Ja, und alle. Goldene Rüstung. Das geht nicht. Du kannst nur eine Person. Und dann muss ich halt mich aufstufen halt. Okay, ja, dann du kannst auch dich aufstufen, ja. Genau. Herr Praes, ewige Sonne, gleißende Herr Alberans, durch deine Gnade schütze mich Glanz der Mauern Alberans, es sei... Wie lange dauert das? 10 Aktionen. 10 Aktionen, okay. Dann nach, also er fängt dann auch, wenn er dich... beten hört, dann fängt er an zu rufen und nach, ich sag mal, zwei Aktionen hast du noch. Zwei Kampfrunden hast du noch. Zwei Kampfrunden muss irgendjemand denken. Die kommen angelaufen. Eine auf Gillion. Noch eine auf Gillion. Eine auf Omar.